Pimp My Webdesign. Und zwar nicht irgendein Webdesign, sondern wir nehmen uns heute mal der Premium-Marke www.bmw.de an. Und dabei werden wir mal die Webseite ein bisschen analysieren und dann zeige ich euch, wie wir aus dieser noch relativ alten Webseite oder der aktuellen Webseite ein kleines Redesign machen, das dann ungefähr so aussieht. Wie wir dazu kommen, das zeige ich euch gleich. Zuerst würde ich die Seite gerne mit euch zusammen analysieren und im Anschluss machen wir uns dann an das Redesign. Los geht's! Okay, das Erste, worüber ich mit euch sprechen möchte oder was ich euch zeigen möchte auf der Webseite von BMW, ist die Navigationsstruktur bzw. die Navigation an sich. Denn ein großes Problem finde ich bei Webseiten, vor allem Webseiten, die extrem viele Unterseiten haben, die vielleicht auch komplex aufgebaut sind, ist, wenn der oberste Navigationsbaum direkt verschwindet. Das heißt, ich beginne mit dem Scrollen und habe eigentlich alles, was mich durch die Webseite durchnavigieren lässt, verschwindet sofort oben. Es gibt, und das auch nicht erst seit gestern, die sogenannte Sticky-Navigation, die einfach oben dran klebt. Das heißt, jegliche Navigation oder der Kompass zur Webseite, wie ich mich durchklicken kann, ist einfach immer und überall verfügbar. Ob das jetzt eine Burger-Navigation ist, die ich hier anklicke und die dann komplett aufgeht, dafür aber immer mitscrollt, oder ob es eine Sticky-Navigation über die ganze Breite ist, die immer mitscrollt, das sollte auf jeden Fall drin sein. Es ist auch nichts, was gestern erst erfunden wurde. Das gibt's schon sehr lange. Ich entwickle beispielsweise mit meinem Team gar keine Webseiten mehr, die keine Sticky-Navigation haben. Jede Webseite, die wir entwickeln, ist so aufgebaut, dass man zumindest die grundlegenden Navigationspunkte immer und überall sofort erreichen kann. Das ist schon mal das Erste, was ich anders machen würde und euch auch anschließend zeigen werde, wie ich das lösen würde. Das Nächste, das mir einfällt oder auffällt, ist das Bildmaterial. BMW oder Autobauer an sich, in diesem Fall jetzt BMW, hat unglaublich gutes Bildmaterial. Ich frage mich so ein bisschen, warum es ausgerechnet diese drei Bilder, geboxt auch noch in dem Fall und nicht plakativ groß drauf, so würde ich es machen, auf die Startseite geschafft haben. Vielleicht, weil es die aktuellsten Modelle sind, weil sie dort kommuniziert werden sollen, im sichtbaren Bereich oben, oder weil es die Bestseller sind. Ich weiß es nicht genau. Es sollte auf jeden Fall einen Grund haben, warum ausgerechnet diese drei Produkte es auf die Startseite nach oben schaffen. Dazu kommt, wenn wir diese Bilder schon platzieren, für mich sind die so ein bisschen, ja, alles eins. Das sind drei Autos in drei verschiedenen Farben, jeweils eine Landschaft dahinter und alle drei sind in Bewegung. Nice. Ist cool, kann man so machen, kann man aber auch sicherlich geiler machen. Indem man zum Beispiel, das möchte ich euch auch nachher zeigen, ein großes plakatives Bild einbaut, vielleicht mit dem geilsten Auto, dem sexiest Design, das man findet bei BMW, zentral in die Mitte stellt und sagt, das ist unser Eyecatcher, unser Aufmacher, so wollen wir irgendwie unser bestes Fahrzeug als Brand im Zentrum der Webseite kommunizieren. Das sehe ich hier nicht. Stattdessen sehe ich so drei geboxte Elemente, die dann nochmal geboxt sind, weil links und rechts die Webseite quasi aufhört. Ich finde, das sollte plakativ sein. Werde euch nachher auch zeigen, wie ich das lösen würde in dem Moment. So viel vielleicht zu dem Bildmaterial. Das würde ich ein bisschen anders lösen. Das Dritte, das ich mir notiert hatte, ist die Typografie, ist aber auch so ein bisschen der Slogan. Wir haben den Freude am Fahren. Ich weiß nicht, was die Marketingagentur sich dabei denkt oder gedacht hat, ob der Slogan nicht mehr so wichtig ist wie früher. Ich kann mich erinnern, dass das mal ein relativ zentrales Element war. BMW Freude am Fahren. Ich weiß nicht, warum das hier relativ klein da oben nur drin steht, und sobald ich auch hier mit dem Scrollen beginne, ist es komplett weg. Kann stehen bleiben, vielleicht auch. Vielleicht gibt es einen Grund dahinter, vielleicht funktioniert es in anderen Sprachen nicht und deswegen ist vielleicht die Verwendung des Slogans rückläufig. Es gibt so viele Gründe, warum man Elemente, ja, oder konzeptionelle Elemente platziert oder nicht platziert. Ich würde es größer machen. Ich finde den Slogan super cool. Ich finde, er passt zu BMW. Er erinnert mich auch an BMW. Ich finde, er gehört ins Zentrum zusammen mit den schicken Fahrzeugen, die sie eben auch haben. Das ist etwas, das mir aufgefallen ist, das ich anders machen würde und auch zeigen werde nachher in meinem Konzeptdesign, wie ich das lösen würde. Kommen wir zum Thema Call to Action. Call to Action ist das Element, hinter dem, wie der Name schon sagt, die Action passiert. Sprich, in diesem Fall das Interesse wahrscheinlich des Autobauers ist, dass Fahrzeuge produziert werden, dass die Bänder niemals stillstehen, dass man auch die Webseite, zumindest machen wir das so, dafür verwendet, dass man auch Mehrwert produziert, dass man User zu Kunden macht, sprich,
keine Ahnung, vielleicht Probefahrten über die Webseite im großen Stil anbietet, die Produkte einfach geil präsentiert oder besser noch, und das hat fast jeder Autobauer und BMW hat das auch, und ich finde allerdings zu versteckt, den Konfigurator ins Zentrum bringt. Der Konfigurator ist in meinen Augen hier noch so gut wie gar nicht drin. Wir haben Informationen, dass ich hier in die Tiefe gehen kann. Das ist, ich kann mehr über den BMW iX erfahren. Ich kann ihn hier online, ja, ich kann ihn hier finden und kaufen. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, also das ist fast nicht lesbar. Also wenn das der Call to Action sein soll, hinter dem, ja, ich mir ein Fahrzeug vielleicht konfigurieren kann und wirklich auch eine Verbindung zu dem Produkt aufbauen kann, dann geht das hier komplett unter. Also das ist quasi, ja, allein schon das Wetter da hinten ist eh nicht schön auf dem Foto, und dann noch diesen grauen Button, geht für mich komplett unter. Würde ich anders machen, den Call to Action, der muss in meinen Augen leuchten, der muss schreien nach dem Motto, klick mich an. Das fehlt mir hier einfach komplett. Wir haben hier unten auf dem anderen Fahrzeug das gleiche, man kann es noch schlechter lesen, wahrscheinlich, ja, hier ist es genau dasselbe. Das wäre für mich wirklich ein No-Go. Also wenn das die Call to Actions sein soll, wenn man die Webseite wirklich auch als Absatzkanal verwenden möchte, dann muss da auf jeden Fall mehr passieren. Mindestens, dass ich scrolle und auch an jedem Punkt der Webseite einen Konfigurator starten kann und nicht erst vielleicht hier unten in die Tiefe komme. So viel zum Call to Action. Ein weiterer Call to Action, den ich ausfindig gemacht habe oder der für mich einer wäre, den es auch hier gibt, ist die Chat-Funktion. Diese Chat-Funktion hier unten, und die interessanterweise ist sticky, die kann ich überall öffnen. Das heißt, wenn ich vielleicht Fragen zum Fahrzeug habe, in irgendeiner Form geht hier wahrscheinlich, sollte hier eigentlich der Chat aufgehen. In dem Fall, das sieht ziemlich zerschossen aus hier, irgendwie Text über Text, und es gibt ein Kontaktformular mit einer Betreuungs-E-Mail. Der Chat wurde schon beendet, ich habe noch nicht mal gestartet. Ja, das ist irgendwie nicht sehr cool. Also für die Mini abgeholt. Also wenn ich irgendwie mich mit dem Fahrzeug, mit dem Brand BMW beschäftigen möchte, vielleicht schon mitten in der Konfiguration bin und Fragen zur Konfiguration habe oder wo ich das Fahrzeug vielleicht Probe fahren kann oder überhaupt eine Frage zur Webseite, zum Brand habe eben, dann muss das einfach, dann ist das auch ein Call to Action für mich, diese Chat-Funktion, und die ist hier überhaupt nicht gegeben. Das würde ich komplett anders machen. Ja, ich mache es direkt wieder zu. Es, wie gesagt, ist auch nicht sehr sexy zum Anklicken. Okay, es kommt immerhin wieder, es verschwindet nicht. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, oder wir kommen nochmal zurück zum Konfigurator an sich, der Call to Action, den haben wir nämlich hier relativ versteckt. Also wir haben Bildmaterial, wir haben, hier werden Fahrzeuge beschrieben, wir haben relativ kleinteilig die Modellreihen, ja, die auch nicht wirklich mich anschreien und mir zeigen, was für ein geiles Auto das eigentlich ist, was es ja auch ist. Ja, ist irgendwie extrem kleinteilig eben. Der Call to Action, nochmal zurück, nämlich der Konfigurator beginnt, soweit ich mich erinnern kann, hier. Nee, hier sind erstmal wieder eine Auswahl. Die ist doppelt, ich hätte es oben auswählen können, muss ich sie nochmal auswählen. Okay, warum nicht? Jetzt wähle ich mir ein Fahrzeug aus, nehmen wir den. Und dann habe ich das. Ja, wenn das, sage ich mal, so das Herzstück ist, der Funnel, wo ich mich jetzt mit meinem Fahrzeug beginnen soll zu identifizieren oder mit meinem Produkt, um am Ende auch diesen, vielleicht sogar einen Kaufabschluss kann ich wahrscheinlich eh nicht machen. Ich kann ein Angebot anfordern. Okay, das ist alles sehr, sehr langsam, bis es dann wirklich mal zu einem Handshake kommt und da wirklich mein Fahrzeug produziert wird. Das kann man sicherlich auch beschleunigen. Grundsätzlich habe ich jetzt hier den Konfigurator vor mir. Der ist in meinen Augen, ja, weiß nicht. Also sexy ist der nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein Katalog. Was ich cool finde, ist, dass da in der BMW Tower aufgenommen wird. Das hat so ein bisschen Lokalpatriotismus, das finde ich cool. Ansonsten, ja, ist das macht mich jetzt nicht an. Also ich beginne hier jetzt nicht irgendwie, ich zumindest nicht, einen Bezug oder eine emotionale Bindung zu dem Produkt aufzubauen. Ja, das kann man sicherlich und sollte man noch anders lösen. Okay, und ich möchte euch auch später zeigen, das werde ich euch auch zeigen, in meinem Konzeptdesign, wo und wie ich diesen Konfigurator platzieren würde. Jetzt gehen wir erstmal zurück zur Startseite, um die abzuschließen. Ihr seht, hier haben, wäre eine Sticky-Navigation, aber es gibt keinen Home-Button. Ich kann das Modell ändern, wahrscheinlich muss ich es aufs Logo klicken. Dann werde ich nochmal unterbrochen. Ich möchte die Konfiguration verwerfen und dann, ja, komme ich wieder auf die Startseite. Übrigens, auch hier hätten wir eine Sticky-Navigation, dann würden wir zumindest auch hier immer einen Home-Button, würde ich empfehlen, hier einzusetzen. Das mag vielleicht altmodisch klingen, so nach dem Motto, jeder hat doch kapiert, wenn ich ein Logo anklicke, komme ich zur Startseite. Ja, hat vielleicht doch nicht jeder kapiert oder ich zumindest nicht. Bis jetzt, bin ich drauf gekommen. Aber es wäre viel einfacher, hier einfach einen Home-Button einzusetzen und dann bin ich wieder auf der Startseite. Das ist das Erste und das Letzte und das Erste, woran sich der User erinnert, sollte immer da sein. Navigation fährt mit, Home-Button ist immer da. Okay. Werden wir auch in dem Konzeptdesign anders machen.
Abschließend zur Seite, wenn ich mich hier nach unten scrolle, gleiches Prinzip. Ja, wir haben geiles Material, wir haben tolles Bildmaterial, aber es ist irgendwie, in meinen Augen, nicht richtig in Szene gesetzt. Es ist sehr kleinteilig, auch hier vier Fahrzeuge in ein Bild gepresst, sage ich mal. Man kann die Details, über die sich ja auch Fahrzeugdesigner auch Gedanken machen oder auch Fotografen, die dieses Material auch produzieren, nicht wirklich erkennen. Ja, ich finde, dieses tolle Bildmaterial, das Autobauer und speziell BMW zur Verfügung stellen, ja, da lechzen unsere Webdesign-Projekte danach, dass wir so geiles Material hätten, um solche, ja, mit so was auch arbeiten zu können. Das sollte man schick an Szene setzen, plakativer in Szene setzen, meiner Meinung nach. Letzter Punkt, Typografie, der mir noch aufgefallen ist hier. Aus irgendeinem Grund werden hier Headlines alle groß geschrieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Sinn hat oder normalerweise möchte man etwas hervorheben, wenn man etwas groß schreibt. Hier wird einfach schlichtweg alles groß geschrieben, alle Headlines. Das neutralisiert sich dann unterm Strich wieder, dann hat man eigentlich gar nichts gewonnen. Würde ich nicht machen. Ich denke, das ist ein bisschen ein Understatement, gerade für BMW eben auch. Da muss man nicht so schreien typografisch, sondern man kann eine Headline auch normal schreiben. Ansonsten scrolle ich hier weiter nach unten. Es ist so der, ja, ganz einfache Klassiko, Box in der Box in der Box. Kann man machen. Viel Text und ansonsten hier nochmal graue Button auf grauem Grund. Und wie ich finde, ein relativ blutleerer Footer. Auch da kann man ein bisschen mehr rausholen. Und ja, nochmal, ich bin am Ende der Seite, es gibt kein Call to Action, ich kann nirgends hier eine Konfiguration starten oder vielleicht Bestandsfahrzeuge abrufen oder irgendwas, ich habe den Chat, okay, aber sonst habe ich keine weiteren Möglichkeiten, irgendwie als User hier in Interaktion mit dem Webseitenbetreiber, ja, mit dem Webseitenbetreiber zu interagieren. Okay, so viel meine Zusammenfassung oder meine Meinung zur aktuellen Webseite. Im nächsten Teil des Videos will ich euch zeigen, wie ich das anders machen würde, wie ich diese Webseite unter all den Aspekten, die ich gerade genannt habe, anders konzipieren, anders designen würde und anders coden würde. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und da sind wir wieder mit einem Redesign, einem Update. Ob es auch ein Upgrade ist, das liegt an euch, das dürft ihr entscheiden. Ich würde euch jetzt mal kurz durch mein Webdesign-Update führen und euch mal ein bisschen erklären, was ich mir dabei gedacht habe und ja, wie dieses Design zustande gekommen ist. Ich denke, das Erste, was sofort auffällt, ist, dass wir deutlich plakativer arbeiten. Wir haben nicht mehr dieses Box-in-a-Box-in-a-Box-Prinzip, sondern haben uns jetzt für auf ein Bild geeinigt, eben das natürlich auch eine Art Blauton drin hat, eben wie man das von BMW eben auch kennt. Groß, plakativ und uns quasi dieses Foto ins Zentrum
des sogenannten Above-the-Fold-Bereichs gesetzt. Der Above-the-Fold-Bereich, vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, ist das, was man sieht, wenn man den Laptop aufschlägt, seinen Browser öffnet, was sofort sichtbar ist, ohne dass ich irgendwie scrollen muss. Das heißt, sobald ich mit dem Scrollen beginne, seht ihr, kommt der Rest der Webseite hier unten. Das ist, sage ich mal, alles, was sofort sichtbar ist, ist dieses große Bild, ist vor allen Dingen auch unser Slogan, Freude am Fahren, der vorher ein bisschen oben rechts klein in der Ecke verloren gegangen ist, meiner Meinung nach. Das haben wir jetzt wieder deutlich weiter ins Zentrum geholt und haben das erweitert durch eine Subline, die sehr aktuell ist und die wahrscheinlich auch aktuell bleiben wird, das Thema Nachhaltigkeit, und haben dann hier quasi Freude am Fahren und Nachhaltigkeit, so ein bisschen neues Wording, vielleicht ein anderes Wording, mit dem man eventuell arbeiten könnte, ins Zentrum der Webseite gebracht und unterstreichen das Ganze, wenn man so möchte, hier nochmal mit USPs, CO2-Reduktion pro Fahrzeug bei 80%, Reduktion der Lieferkette 20% etc. Das ist so ein bisschen nochmal der Hinweis oder die Brücke eben zum Thema Nachhaltigkeit. Die Informationen selbst habe ich von der aktuellen Webseite. Ich bin der Meinung, das kann man deutlich plakativer ins Zentrum der Webseite bringen und deswegen gleich oben in den oberen Bereich hinein. Ein wichtiges Thema, das ich vorhin angesprochen hatte, war die Navigation. Bei der Navigation hatte mir gefehlt, dass sobald man mit dem Scrollen beginnt auf der Webseite, auf der aktuellen BMW-Webseite, verschwindet der komplette Navigationsbaum oben. Das haben wir jetzt ein bisschen anders gelöst. Ihr seht zum einen die Navigation hier, dass sie ein bisschen, vielleicht ein bisschen kreativer gelöst auch ist, eben mit so einem Schlagschatten, beziehungsweise so als schwebendes Element, wenn man so möchte. Und wenn ich hier oben mich drauf konzentriere, auf diese Navigation und mit dem Scrollen beginne, seht ihr, die ist sticky, die fährt mit, egal wo ich mich auf der Webseite befinde. Ich werde immer die Möglichkeit haben, an einen anderen Punkt der Webseite zu gelangen. Und wichtiger sogar noch, das, was ich vorher als sogenannten Call to Action ausfindig gemacht habe, nämlich diesen Neuwagen eben zu konfigurieren oder vielleicht auch den aktuellen Neuwagenbestand, der bereits produziert wurde, abzurufen. Diese beiden Call to Actions sind untrennlich aneinander geklebt, oben in die Sticky Navigation, und die werde ich immer und überall erreichen können. Der andere Call to Action, den ich noch wichtig fand, das war die Chat-Funktion. Ihr seht es schon hier unten rechts, auch die wurde als Sticky-Element eingebaut. Das heißt, sobald ich mit dem Scrollen beginne, egal wo ich bin, die Chat-Funktion ist immer da. Wenn mich die Person nervt und ich das hier nicht haben möchte, kann ich die einfach wegklicken und habe dann hier, sage ich mal, eine verkleinerte Chat-Funktion in einem runden Element eben auch, so ein bisschen auch angelehnt an das BMW-Logo. Ihr seht das auch schon in den Einzelelementen, die Form der Navigation, des Call-to-Actions, natürlich auch der Chat-Funktion. Und ihr werdet das auch weiter unten noch sehen, dass alles, sage ich mal, einen sehr runden Charakter hat. Das ist Absicht. Das soll sich wirklich so auch als Designlinie von ganz oben nach ganz unten auf der Webseite durchziehen. Sobald ich mit dem Scrollen beginne und in den nächsten Teil gelange, Navigation, Chatfunktion, immer direkt bei mir, ich kann immer und überall hin, komme ich in den Bereich des Fahrzeugkonfigurators, wie er vorher genannt wurde. Ich habe mir mal erlaubt, das Ganze ein bisschen umzunennen, das vielleicht ein bisschen catchier zu texten eben, und habe das einfach mal jetzt eine BMW Design Lab genannt. Die Idee dahinter ist, und das hier soll ja auch, oder kann auch nur ein Auszug jetzt natürlich sein, die Idee dahinter ist, dass man das Ganze ein bisschen Entertainment-lastiger macht eben, dass man nicht einfach nur ein weißes Auto auf weißem Grund stellt und dann kann man sich zwei Sachen zusammenklicken und das war's, sondern dass man hier einfach ein bisschen mehr Entertainment-Charakter eben reinbringt. Das kann dadurch sein, dass man vielleicht statt diesen kleinen Matchbox-Autos, die man sich vorher auswählen konnte, links einfach die Modellreihe aufreiht. Hier drunter, aktuell haben wir die X-Reihe, ist der X1 ausgewählt, und ich jetzt zum Beispiel hier oben mir ein anderes Fahrzeug, ein 4er BMW aussuchen kann. Allerdings das Fahrzeug an sich immer im absoluten Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Das heißt, die Modellauswahl ist dezent hier auf der linken Seite, und das, was ich mir nachher zusammenbauen kann oder zusammenbauen möchte, eben vielleicht auch hier ein Farbwechsel beispielsweise, befindet sich auf der rechten Seite, aber das Fahrzeug an sich in seiner ganzen Designpracht, nenne ich es jetzt mal, soll immer das absolute Zentrum sein und alles, worum sich alles dreht auf der Seite, und somit auch dieser ja immer noch Konfigurator, den wir jetzt eben mal gerade Design Lab nennen. Ansonsten war die Idee, wie man das auch vielleicht von anderen Webseiten kennt, im ersten Schritt nicht gleich unendlich viele Informationen oder Aktionen oder Informationen abzufragen oder Aktionen vom User zu wollen, sondern erstmal die Dinge kurz halten und die Sachen, die am meisten Spaß machen, das ist in der Regel die Modellauswahl, das ist vielleicht die Farbauswahl und vielleicht, ich habe es jetzt mal mit Antriebsvariante, Modellvariante und Paketvariante, dass man diese Basissachen sich hier zusammenklickt, sich vielleicht noch für die jeweiligen Felgenarten oder Felgengrößen noch entscheiden kann, und that's it erstmal. Arg viel mehr soll es hier nicht sein, weil wir hier vielleicht ein bisschen suggerieren, dass man die Bestellung bereits abschließen könnte.
ist wahrscheinlich utopisch, dass das direkt im nächsten Schritt schon passiert, aber wir könnten zumindest den User dahin bringen, sich schon mal ein kleines bisschen mit dem Produkt, mit dem Fahrzeug zu identifizieren und in den nächsten Schritt zu gehen. Wichtig vielleicht auch hier, dass die Chat-Funktion jeweils immer beim User ist. Egal, wo ich mich befinde, ich kann immer meine Fragen stellen und nochmal, wenn mich das stört, klicke ich es hier weg und dann ist das auch verschwunden. Wenn ich weiter scrolle, komme ich in den nächsten Bereich. Hier unten die Idee nochmal, das Thema Nachhaltigkeit nochmal als großes Element reinzubringen und nicht nur als irgendwie als kleine Newsbox unten rechts, sondern schon in der Hierarchie relativ groß zu kommunizieren eben und ja, das also hier den rechten Bereich eben zu geben. Im linken Bereich und eigentlich sogar der noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das Thema, ja, noch vielleicht auch Digitalisierung mit dem Fahrzeug durch die App, durch die BMW-App eben auch. Das hat eigentlich einen noch größeren Bereich bekommen. Wenn wir ein Smartphone abbilden an dieser Stelle, dann vielleicht auch nicht irgendeins, sondern natürlich das neueste iPhone. Und hier war auch die Idee, wenn wir schon auf die Details achten, eben dann ist es blau und nicht schwarz beispielsweise. Das sind so die kleinen Designsachen, auf die wir auf jeden Fall achten sollten. Und wer weitere Informationen will hier zum Thema Nachhaltigkeit, kann hier in die Tiefe klicken. Man sieht hier auch die Mouse-Over-Funktion in Blau und zwar in dem gleichen Blau, wie wir es hier oben beim Neuwagen haben. Das soll sich auch so ein bisschen als roter Faden eben durchziehen. Ebenso die Chat-Funktion hier unten rechts. Im weiteren Bereich, wenn ich hier runterkomme, ihr erinnert euch vielleicht vorhin, habe ich so ein bisschen moniert, dass der News-Bereich mit dem tollen Bildmaterial, das BMW ja offensichtlich hat, in meinen Augen so untergegangen ist, dass die Designlinien der Fahrzeuge nicht richtig rüberkommen, dass die Details vor allem oder auch der Fotografen oder der Bildaufnahmen nicht so richtig rüberkommen. Und das habe ich jetzt hier deutlich größer gemacht, also mich wirklich ein bisschen beschäftigt damit, wie setzen wir die Bildausschnitte, wie plakativ darf überhaupt der Text darauf sein. Und ich denke, das ist eigentlich ein recht ausgewogenes, gelungenes Ergebnis, in dem das Fahrzeug und sprich das Produkt an sich quasi immer im absoluten Zentrum steht. Wir haben auch hier mal ein bisschen eine andere Navigation gemacht, statt der klassische Links-Rechts-Pfeil, wie man ihn vielleicht so kennt, haben wir mal sowas hier eben ausprobiert. Das ist hier eben, dass man hier die News vor- und zurückschalten kann. Auch hier, egal welches Bildmaterial, wie gesagt, wir verwenden, es ist immer plakativ, es ist immer groß und genau so soll sich das auch wie einem roten Faden eben auch durchziehen. Wenn ich weiter scrolle, hatten wir vorhin den Bereich, wo das so ein bisschen graue Box auf grauem Grund war, mit grauen Icons oben drauf. Hier haben wir ein bisschen stärkere Kontraste geschaffen, auch ein bisschen Liebe im Detail zu den Icons, die auch nach BMW aussehen sollen. Haben hier so ein bisschen Farbe wieder reingebracht, mehr Zurückhaltung irgendwie auch in einer weißen Fläche mit einem dezenten Schatten drunter. Und abschließend unten, das war vorher so ein kleines bisschen Textwüste, da stand einfach drin, das sind die Preisangaben und das ist der Kraftstoffverbrauch zu den Fahrzeugen. Hier war die Idee, das ein bisschen aufzuräumen, eben so eine Art Ziehharmonika-Prinzip. Wenn ich hier weitere Informationen zum Kraftstoffverbrauch will, klicke ich das an, bekomme meine Infos, kann das ganze Ding aber auch wieder zufahren, wie es mir als User eben passt in dem Moment. Das Wichtigste, und das war der Abschluss vorhin in der ersten Analyse, war mir unter anderem, dass selbst wenn ich mich ganz am Ende der Webseite unten befinde, ich prinzipiell immer die Möglichkeit haben sollte, den Call to Action zu finden. Der war in meinen Augen, wie gesagt, das Neuwagen konfigurieren. Das haben wir hier immer noch. Den Neuwagenbestand abzurufen oder vielleicht auch die Chat-Funktion hier zu öffnen oder zu schließen. Und das ist, egal wo wir uns auf der Webseite befinden, diese zwei Dinge sind immer und überall vorhanden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was zum Thema Webdesign für euch mitnehmen. Das nächste Redesign der nächsten Webseite ist bereits in der Mache und wird genau hier auf diesem Kanal gepostet. Bis dahin, alles Gute und bis bald.